Türmen und in den dunklen Gassen finden. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist richtig gutes Zeug. Okay, ich habe jetzt drei Eigenschaftspunkte. Ich mache jetzt erstmal den Weltenwanderer. Segen des Hüters und... Komm, schnelle Finger. Die von Geistern fallen gelassen wird und zur Herstellung des mächtigen Waffenmods verwendet werden kann. Das gesäuberte Ödland. Und Überraschung, es sind keine... Es gibt hier keine Ding. Keine Holzmonster. Das war übel. Da komme ich durch. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich würde auch gerne nach da hinten. Ring der Stärke. Aufgeladene Nahkampfangriffe. Jedenfalls 10 Sekunden lang den Nahkampfschaden. Ist hier mal stapelbar. Okay. Ich behalte den. Okay, da geht's nach unten, da will ich nicht hin. Oder nicht lang. Thank you.
Au. Okay, das kam jetzt ziemlich, ziemlich plötzlich. Das passiert immer. Okay. Jetzt fallen mir keine Worte mehr ein. Das sind immer die Momente, wenn ich keine Ahnung mehr habe, was ich sagen soll. Sehr knapp. Wieder sehr knapp. Irgendwann müsste ich da mal echt so ein Best-of machen. Und dann schneide ich einfach alles zusammen, wie oft ich sehr knapp sage. Ich glaube, das sage ich immer recht oft. Das so ein Weisheiten mit Asgard. Da ist mir tatsächlich vorhin, als ich draußen war, was eingefallen, was ich, irgendwas, was ich sagen wollte. Es war irgendwas mit Brot, das weiß ich noch, aber da hab ich die Hälfte irgendwie wieder vergessen. Auf jeden Fall, irgendwas, weil ich esse mein Brot gerne so. Also ich esse ab und zu, nehme einfach so ein Stück Brot und esse das einfach. Und manchmal toaste ich das auch, denn warmes Brot schmeckt besser als kaltes Brot. Oder als nicht getoastetes Brot. Und da ist mir dann so, da ist mir daraufhin eingefallen, so, yo, irgendwann mache ich mal so ein Best-of, gucke alle Folgen durch und dann Weisheiten mit Asgard. Getoastetes, warmes Brot schmeckt besser als kaltes Brot. Ist genauso wie, nachts ist es kälter als draußen. Ich bin am überlegen, ob ich nicht dahin gehen soll, noch, aber... Oh, jetzt schon wieder ein Dungeon, oder? Die Höhlen. Okay. Das sieht mir wieder nach einem Dungeon aus. Da laufen wir jetzt auch einfach mal durch. Kann ja bloß ein Boss danach wieder kommen. Wow, die Musik war gerade wesentlich epischer, als der Kampf vorbei war. Die epische Musik hätte da bleiben können. Wobei, irgendwie sieht das Level aus wie vorher. Da haben die sich beim Level-Design echt keine Mühe gegeben. Irgendwie erinnert mich das fast an Dragon Age 2. Ich weiß nicht, ob ich das mal angesprochen habe, aber ich muss sagen... Viele Leute haben immer gesagt, Dragon Age 2 ist scheiße, aber ich fand, das Spiel war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also von der Story und von dem Ganzen her war das echt gut. Also no joke. Erhöht die effektive Reichweite aller Schusswaffen um 4 Meter. Komm, mach ich.
Das Level-Design war halt irgendwie katastrophal. Nachdem man irgendwie in jeder Mission, also es gab halt irgendwie immer nur 5 Maps und die ist man halt immer und immer und immer wieder durchgerannt. Irgendwann kannte man einfach alle Maps auswendig und wusste auch, wo was ist. Weil es gab auch immer so ein paar versteckte Punkte an den, in den Maps. Und wenn du irgendwas gesucht hast, dann bist du halt einfach dahin gelaufen. Aber sonst so alles in allem war das Spiel eigentlich richtig gut. Weil die meisten Leute, die fanden es noch kacke, einfach nur weil es eben von rundenbasiertem RPG auf Action-RPG gegangen ist. Sprich vom Kampfsystem sind sie da ein bisschen gewechselt. Man merkt, ich kann einfach nicht mehr reden. Wie gesagt, das fanden viele Leute schlecht, aber ich fand es gar nicht mal so. Ich fand es nicht so. Weil man konnte das Game ja immer noch pausieren. Also, ein paar taktische Elemente haben sie drin gelassen. Das haben sie dann bei Inquisition wesentlich besser gemacht. Da haben sie dann beides zusammengelegt. Da gab es auch die coole Kampfpause, aber du hattest halt trotzdem immer noch actionbasiertes Gameplay. Und Inquisition, da brauche ich euch gar nicht allzu viel dafür rüber reden. Ich fand, das fand ich richtig gut. Also storytechnisch, spieltechnisch. Ich müsste es mal quasi zu Ende spielen. Also ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, aber ich habe die DLCs, ich habe mir die DLCs mal irgendwann gekauft, das weiß ich noch, aber ich habe die nie gespielt. Müsste ich auch mal irgendwann nachholen. Weil da gab es dieses eine DLC, das quasi zeigt, was aus der ganzen Inquisition wird. Und da bereust du am Ende quasi alle Entscheidungen, die du getroffen hast. Und ich will einfach sehen, was daraus wird. Vor allem, ich hatte einen Kunari-Inquisitor. Das war eigentlich so, das war die Entscheidung. Alle hassen die Kunari. Wirklich alle. Und ich habe den einfach mit Absicht, ich habe einfach aus Absicht... Einfach aus Absicht einen Kunari genommen, weil ich dachte mir, yo, alle hassen die, man kann die endlich spielen, ich will so einen. Das macht halt die ganzen Dialoge einfach wesentlich lustiger. Endlich vorbei. Das fordert mich jetzt tatsächlich doch ein bisschen mehr. Die Level hier. Und nochmal eine Kiste.
Ah, mein Auge. Muss ich mein Auge nachher mal reiben. Später muss ich meine E-Mails noch checken, um zu gucken, wann mein In Extremo-Album kommt. Nachdem ja das neue Album jetzt rauskommt. Ich weiß, Oh. Da Kompass zur Sonne hieß es. Oder sprich heißt es. Da müsste ich nochmal genau nachgucken. Ich habe es mir vorbestellt auf jeden Fall. Ich glaube, letzten Monat war das. Das Gute ist, wegen Corona kam es halt einfach später raus und es war noch nicht komplett ausverkauft. Also konnte ich es mir da noch vorbestellen. Und... Achso, hier bin ich ja nicht weitergekommen. Und zwar hier. Und wie gesagt, ich konnte es mir jetzt vorbestellen noch. Und... Es müsste, glaube ich, mal am 8. oder am 9.5. kommen. Freue ich mich drauf. Ich habe noch nicht vornherein reingehört, weil die haben ja ein paar Singles haben die rausgebracht. Da hat auch nochmal der gute Henno was dazu gesagt. In seinen Insta-Stories, die ich mir heute angeguckt habe. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr die mögt. Oder nur ich. Aber ich freue mich schon mal drauf. Weil neue Alben sind nie schlecht. Oh, Hülle des Schleichers. Ruhe, ihr weckt das Rudel auf. Ich werde dann nicht die Schuld auf mich nehmen. Nimm doch Platz. Oh. Ruhe jetzt, ihr solltet nicht hier sein. Das Rudel tötet bei Sichtkontakt. Immer. Aber es ist schön, mal wieder ein neues Gesicht. Überhaupt ein Gesicht zu sehen. Setzt euch, aber seid still. Wenn das Rudel euch als Snack betrachtet, muss ich ihre Partei ergreifen. Sie sind meine Familie und mögen meinen gesunden Fraß. Ich kann euch etwas davon verkaufen. Was wollt ihr wissen? Warum sollten sie? Wir sind eine Familie. Ich bin keine Ausnahme. Ich bin Teil der Familie. Ja, das wäre besser. Das ist eine lange Geschichte. Ich bin ein Ausgestoßener. Die Buri verachten mich und die Wir wollen mich töten. Das Rudel ist meine wahre Familie. Würdet ihr nicht eure eigene Familie beschützen? Ich sehe keinen Unterschied. Ich bin nicht böse auf euch, aber wenn sie es wären, wäre ich es auch. Ihr wollt die Geschichte hören. Na gut. Wisst ihr von der Einsammlung? So ähnlich. Alle 7 Jahre schickt der ewige König seine Wir in die Dörfer. Sie stellen uns in der Reihe auf wie Vieh. Die Wir entscheiden, wer bleibt und wer gehen muss. Für die Buri ist dies eine große Ehre. Ich fühlte mich geehrt, bis ich erfuhr, was mit den Auserwählten geschieht. Was? Nein. Nein. Die Auserwählten werden hingerichtet. Ich hatte Glück. Ich konnte fliehen,